Hallo zusammen, hier wieder eine Runde mit meinem Priester. So, ich habe die eine Quest noch abgegeben. Mann, ich hab's heute. Bin in die Stadt gereist, hatte ja die Flugquest, das habe ich jetzt nicht aufgenommen. Ich denke mal, der Anfang langweilt einen schon genug hier. Bin dadurch Stufe 10 geworden und kann jetzt einen Baum wählen. Der Priester hat drei Möglichkeiten: den Disziplinheiler, den Heiligpriester und den Schattenpriester. Ich habe ja gesagt, ich werde den Priester als Schatten spielen im ersten. Das ist ganz schön Schattengestalt. Die ersten Fähigkeiten seht ihr ja. Da verschwindet gleich auch ein bisschen was. Und spätestens mit 30 kann ich nochmal eine zweite Skillung wählen. Eventuell werde ich da nochmal Disziplin nehmen. Aber mal schauen. So, dann wählen wir mal. Erlernen. Ja, wir sind sicher. So, wie ihr seht, wurde jetzt hier vorne der Heiligcast in einen Schattenschaden umgewandelt. In das Gedankenschinden. Ist eigentlich ziemlich, ja. Also man kanalisiert diesen Cast. So, dann wollen wir einfach mal. Ich stehe jetzt hier am Brett, am Heldenaufruf. Jetzt schauen wir mal, wo die uns hinschicken. Dunkelküste. Meldet euch bei Priesterin Dentaria. Das ist ja ein fetzreicher Name. In Lordanel in Dunkelküste. Alles klar, machen wir doch mal. Nehmen wir die an. Und dann. Ich könnte auch fahren, das würde schneller gehen. So, dann gehen wir hier einmal durchs Portal. Und dann seht ihr einmal hier den Hafen. Früher war es halt so, dass man als kleiner Nachtelf erst rüber musste, bevor das hier aktiv wurde. Heute ist es so, dass ihr fliegt oder fliegen könnt. So, da seht ihr das. Hier können wir einmal in die Exo da. Da wollen wir aber nicht hin. Wir wollen nach Lordanel. Wenn ihr rüberfliegen wollt, geht am besten immer erst durchs Portal, weil wenn ihr hier auf der anderen Seite fliegt, dann fliegt ihr erst einmal um die ganze Insel rum. Wenn ihr das natürlich angucken wollt, gerne. Ansonsten immer erst durchs Portal und dann fliegen. So, dann wollen wir mal. Einmal übers Meer. So, da kommt das Schiff nach Sturmwind. Da ist das Schiff nach Exo da. Müsste hier auch kommen. So, wie Sie sehen, sehen Sie nicht viel. Aber da ist schlechtes Wetter, ja. Himmel ist auch ziemlich grau. So. Da sind wir. Alles ziemlich zerstört hier. Sah mal anders aus. Okay. Und da sind wir. Wie gesagt, der Bootssteg ist auch weg. Von früher. Ich glaube, da unten liegt das. Da liegt auch noch ein Schiff. So, dann wollen wir mal. Hallo, Dentaria. Jawohl. Kommen, sie tun alles, was sie können, um nach jenen zu suchen, die noch am Leben sind. Bitte schickt alle Hilfe, die ihr geben könnt, okay? Kehrt zurück zum Strand, helft ihnen alle, die noch am Leben sind, zurückzubringen, okay?
So, wir kriegen jetzt hier die Quest, macht alle überlebenden Flüchtlinge von Obadin ausfindig. Die nehmen wir dann einmal an. Und dann laufen wir einmal hier kurz. Obadin ist, für diejenigen, die es nicht wissen, der, Na der vorige Name von dieser Stadt, bevor sie zerstört wurde. Gucken wir einmal kurz durch, was wir hier alles haben. Da haben wir Handwerkswaren, Schmiedekunst, Rüstung. Haben wir auch noch einen allgemeinen Berufelehrer. Jäger, Stall, Magie, Hexer, Schurke. Ah, Priesterlehrer. Okay. Können wir uns ja auch mal anschalten. Ausgrabungspunkte mache ich aus. Lehrer für einen Beruf. Okay, da hinten dürfte dann wahrscheinlich unser VZ-Lehrer stehen. Da gucken wir aber erst gleich nach. Was führt euch hierher? Tötet 8 widerwärtige Gischte. Okay. Ich glaube, dass damit die kleinen Blauen gemeint. Dann auf zur Quest. So. Das war der Große. Wir wollen aber die Kleinen da hinten. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da sieht man es schon. Die Kleinen wollen wir. Oh ja, die Herausforderung wieder. So. Nebenbei müsst ihr mal gucken, wo hier die Überlebenden sind. Die liegen hier einfach so rum. So, davon haben wir auch. Und wisst ihr, was wir jetzt vergessen haben? Deportstein. Ah, Kind, 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 Kind. So, da oben liegt einer. Und wieder runter. Da liegt der nächste. Schön, dass sie von weitem schon so leuchten, ne? Das ist unglaublich schwer, sie zu finden. So, dann machen wir nochmal ein paar kleine weg. So, einer soll hier vorne noch liegen. Dann laufen wir da mal hin. Ah, da hinten auf dem Stein. Naja, eigentlich liegen hier jede Menge rum, aber gucken wir mal. Kann man die auch noch anquatschen? Naja, dann sind sie tot. So wie es aussieht. So, dann könnt ihr wieder zurück. Okay, zwei Stück noch. Da haben wir Erz. Dum, 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 dum. Na, wo sind sie? Okay, da ist einer, da ist einer. Nehmen wir den zuerst. Und dann den anderen. Und fertig. So, wieder zurück in die Basis. Wir haben jetzt gar nicht angeln gelernt. Naja, das können wir auch später noch nachholen. So. Dann einmal hier. Ich bin der Erde. Gefahr aus dem Wasser. Ja, schön. So. Und dann. Wo ist er denn? Ach, die steht da oben. Guten Tag.
geben wir die auch noch ab. Und jetzt, dass noch mehr Überlebende kommen. Achso. Das hat die, glaube ich, eben schon mal erzählt. Ein Stück zurück. Sammelt 16 verkrustete Muschelmuskeln. Schweres Wort. Gut, dann haben wir hier nochmal den Kleinen. Was möchtest du? Gezeitenkriecherfleisch und bringt es zur Analyse zur Dröhnkiste. Oh ja, diese Kiste. Ich glaube, mit der haben wir ja schon so einiges an Zeit verbracht. So, jetzt wollen wir diese Muschel sammeln und halt die Kriecher platt machen. Dann wollen wir so einmal ins Wasser. Jawohl. Davon brauchen wir 16 Stück. Aber hier gibt es ja jene Menge. So, dann gucken wir mal. Oh ja, diese Herausforderung. Ja, guck mal, da sind gleich zwei. Ihr solltet auch immer auf euren Luftbalken achten. Weil im Gegensatz zu Untoten brauchen alle anderen Luft. So wenigstens zwischendurch mal. Einmal kurz rauf, wieder runter. Reicht. So, hier sind auch nochmal drei. Ah! Na, komm her. Oder auch nicht. Ich komme zu dir. So, hier noch. Wieder nichts drin. Also manchmal sind sie bei den Sammelquests echt geizig. Und manchmal geht das rucki zucki. So, haben wir die. Ja, wieder nichts. So, noch drei Stück. Zwei. Guck mal, sind wir glatt an Muscheln vorbeigeschwommen. Eins, zwei, fertig. Jetzt können wir uns auf das Fleischfarmen konzentrieren. Da haben wir Nummer zwei. So. Und Level up. Nummer 3. Da ist Kraut. Der Würgetang, den gibt es auch nur im Wasser. Schwimmen wir jetzt einfach mal einmal rüber und holen uns den. Oh, da müssen wir aufpassen. Da sind schon die ersten Murlocks. So, und gleich wieder zurück. Huch, das steht da auch noch. Ja, machen wir mal einen kleinen Bogen drum. Oh. Der war aber hartnäckig jetzt. So. Gucken wir mal. Da ist auch noch einer. Jawohl. Jetzt bringen wir erstmal die eine Quest zurück. Ach, die Dröhnkiste ist auch hier. Da ist er. Dröhnt euch erwartungsvoll entgegen. Okay. Hexknalls Stimme. Erhaltet die Probe eines faulenden Bärenkadavers östlich von der Dröhnkiste, okay?
Ah, die liegt da vorne irgendwo. Hallo, wo ist er? Ah, genau, der liegt dahinter. Da ist er. Die Bärenprobe muss ich jetzt. Ah, genau, bringe ich auch wieder in die Stadt. So, gucken wir mal. Na, gehen wir hier durch. So. Man kann ja eigentlich überall rauf und runter gucken. Ich gehe jetzt hier und hier wieder hoch und schon stehen wir hier. Gucken wir mal kurz. Ne, Archäologielehrer ist das hier. Na? Ich dachte, das wäre VZ. Einmal den Kadaver abgeben. Jawohl. Sammelt 6 Proben verderbte Eingeweide eines Distelbären und bringt sie für eine Analyse zur Dröhnkiste 723. Okay. Dann gehen wir einmal hier. Wo ist er denn? Hier oben. Mal gucken. Jawohl, da steht sie. Elun sei mit euch. Mal abgeben. Was wir gekriegt haben, ist natürlich nicht für uns. Ist das der Gastwirt? Nee. Wo war denn hier der Gastwirt? Da. Meine Waren sind von höchster Qualität. Möchte ich. Dankeschön. So, mal gucken, was die so Schönes hat hier. Hier bekomme ich Essen und Geschenkpapier. Okay. Den entzauber ich gleich. Aber wir können ja mal ein bisschen verkaufen, damit wir mal ein bisschen an klein wenig Kohle kommen. Jetzt habe ich die Kriecherklaue verkauft. Verdammt. So, das tun wir gleich für entzaubern. So, jetzt müssen wir da oben hin. Und Bärenjagd. So, gucken wir mal. Ach, da ist schon der erste. Na? Ah, ist ausgewichen, weil er gerade beschäftigt war. Einmal nichts drin. Aber wie ihr seht, hier sind so viele Bären. Viele kleine. So, Ei Nummer 1. Oh, die Mama da vorne hat aber viele Kinder, war 3 Stück gleich. Na, wir laufen jetzt ein bisschen hier runter. Jetzt ein Kräuter. Nächste. Ah, die Kleinen hier. So. Ah, tut mir leid für eure Mama. So. Ah. Kommt die andere gleich noch zur Hilfe. Zwei Stück noch. Da oben steht die neue Dröhnkiste. Hm.
Ah, komm ran. Und einer noch. Der wollte mir nichts geben. Na, gucken. Komm ran hier. Jawohl. Einmal abgeben. Ist raus statisch. Oh, Stufe 12. So, erhaltet 6 Proben. Jawohl. Da müssen wir jetzt. Wo müssten wir denn jetzt da hoch? Ja. Mal gucken, wo hier der Aufgang war. Dadurch, dass hier so vieles zerstört wurde. Ey. Na, ich dachte, ich könnte mich dran vorbeischleichen, war wohl nichts. So. Ah, genau, da oben ist eine Höhle. Da gibt es auch gleich noch eine Quest. Na, wo ist er? Hier sollte ihr. Ah, okay. Seid gegrüßt. Tötet sein Faulhof und 8 üble Grells in der Klippenquellgrotte. Ah, guck mal. Die Göttin schützen. Naja. Die Waffe brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber. Können wir wenigstens mal was entzaubern. So, da haben wir Schleim. Jawohl. Einmal hier rein. Kaputt. Oh. Das Vieh hat uns gleich infiziert. Ihr braucht den Schlüssel, okay. Laufen wir mal hier durch. Müssen wir mal gucken. Haben wir irgendwie eine Quest übersehen? Nö. Aber eigentlich gibt es ja noch die Quest, dass man die Tiere befreit, aber irgendwie habe ich die noch nicht. Oder ach nee, die gab es dann weiter unten. Ja. Öfter mal was Neues. So, und noch ein. Geht durch einmal da hinten rum. Laufen wir doch einfach mal lang. Genau. Oh, Fall. Na, fällt so um. Ah, da steht ein Apotheker oder so. Wer bist du? Apotheker Fanos, okay. So. Einmal. Bringt die Notizen des Apothekers zu Tanarium Baum in Lordanel, okay. So. Jawohl. Ah, guck mal. Vielleicht kriegen wir die jetzt gleich noch mit der Quest. Da ist er. Befreit Tiere, jawohl. Dann wollen wir mal. Tür öffnen.
Das Lustige ist, der Wichtel ist immer noch da, ne? Apotheker tot, Wichtel da. Normalerweise sollte der eigentlich mit verschwinden. So. Jetzt müssen wir noch den anderen Typen töten. Hab ich den rausgelassen? Ja. Oh, komm her, Schätzchen. So. Wie viele müssen wir noch? Eins müssen wir noch. Aber wir sollten vielleicht jetzt erstmal die Quest zu Ende machen. Hallo. So, letzte Tier noch freilassen. Jawohl. Haben wir das auch? Oh. Ah, da hinten steht er. Und ich glaube, dann können wir uns gleich zurückporten. Naja, erstmal hier die letzten Grills noch machen. Den noch? Leider war der Rahmenopt jetzt nicht da. Ich glaube, hier war gerade jemand. War ja auch ziemlich leer am Anfang. Der wird den Rahmenopt auch getötet haben. So, nimm dies. Jawohl, jetzt gucken wir einmal. Ah, die Quest können wir alle in der Stadt abgeben. Dann nehmen wir einmal den Ruhestein. Na, warum laufen? Na komm, oh. So, dann gehen wir mal die Quest ab. Einmal den widerlichen Schleim. Müssen wir mal gucken. Ich nehme mal den höheren. Vielleicht gibt es bei mir Zaubern ein bisschen mehr. So, hier können wir den Stab nehmen. Rezepte vom Apotheker. Und den Schlüssel. Gehen wir auch gleich noch ab. So, jetzt sind hier jede Menge Quests wieder frei geworden. Dann wollen wir mal. Einmal er hier. Ich bin geehrt. Sucht meine Liebe. Befreit den Geist von der Naya-Dämmerflucht und erhaltet ihren Anhänger. Machen wir doch. Volko. Verlorener Freund. Ah, wollen wir einen Bären suchen? Da draußen? Ach, guck mal, da kommt sie. Hallo. Was möchtest du? Lösch die letzte Flamme von Bashal Aran. Okay. Die Göttin schützt. Sollten bei den Brücken südöstlich der Stadt anhaltet, ihr dürftet euch einen Nachtsäbler beschaffen können, um hinunter zu den Ruinen zu gelangen. Okay. Das heißt, wir müssten noch nicht mal selber reiten. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Das kann weg. Das behalten wir. Das Kraut. Kraut. Das können wir entzaubern. Da haben wir Stoff. Und das kann weg. Gut. Dann entzaubern wir mal. Ich brauche noch eine. Von diesen Essenzen. Da
damit ich mir meine Verzauberroute machen kann. Na, leider kriege ich sie nicht. Gut. Dann müssen wir mal schauen. Irgendwo südöstlich. Wo mir jemand hier einen eine Nachtsäbler sollte ich ja kriegen. Das ist wahrscheinlich an irgendeiner Ecke hier jemand stehen. Hier nicht. Vielleicht da oben. Schauen wir mal. Wahrscheinlich die da oben. Vermute ich ganz stark. Hallo? Ishnuala. Lebt wohl. Ich möchte zu den Ruinen. Das ist aber nett. So. Sollte ich nicht in die andere Richtung? Dachte ich auf jeden Fall. Ja. Das ist der Turm von Azalax. Weil die haben noch gar keine Quest für mich. Was führt euch hierher? Ich möchte nach Lordanel reisen. Die Gut. Schütze euch. Einmal wieder zurück. Okay, da stand ich wohl irgendwie falsch. Dann wird diejenige, die ich brauche, wohl auf der anderen Seite stehen. Schauen wir gleich nochmal. Lass uns mal eben zurückreiten. Weil wir sehen, wir müssen nie in die andere Richtung. Das ist falsch hier. Aber schon Luxus, dass die uns mittlerweile durch die Gegend reiten. Für Zeit wir doch mit Laufen verplempert haben früher. Das geht ja gar nicht. So. Guck mal, da hinten steht sie. Da steht sie. Augen auf, ne? So. Ich mache jetzt mal ganz kurz Cut hier und dann sehen wir uns gleich wieder.